Schönen guten Abend und Servus zur Sportarena hier auf München TV. Und das sind heute unsere Themen. Bayerns Windsurf-Ikone Andi Laufer hat Rückenwind. Mit 49 Jahren ist er ältester WM-Teilnehmer, plant weitere Action auf dem Brett und ist zu Gast in der Sportarena. Nach der Länderspielpause geht es für den TSV 1860 um wichtige Punkte in der dritten Liga. In der Regionalliga Bayern ist Türkgücü München weiter auf Erfolgskurs und steht auf Platz 2. Löwen-Mittelfeldspieler Dennis Dressel und Türkgücü-Stürmer Patrick Hasenhüttl sind zu Gast. Münchner Karate-Championess Michaela Rhein gibt München TV-Reporter eine Lehrstunde. Erfolgreicher Saisonstart für die Brucker Panther in der dritten Liga. Von den Handballern des TuS Fürstenfeldbruck sind Spieler Yannick Engelmann und Trainer Martin Wild im Studio. Nächste Saison könnten in der dritten Liga insgesamt 4 Münchner Vereine spielen. Türkgücü München steht aktuell auf dem 2. Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern und ist somit auf Kurs in Richtung Profifußball. Der TSV 1860 München ist dort zwar schon angekommen, spielt aber auch in dieser Saison mal wieder gegen den Abstieg. Daniel Stock über die beiden Münchner Vereine. Der TSV 1860 hat die Länderspielpause gut genutzt. Die Münchner Löwen gewinnen im Toto-Pokal gegen Bayernligist TSV 1865 Dachau und ziehen ins Viertelfinale ein. Dort empfangen die 60er am 3. Oktober die Spielvereinigung Unterhaching. Ein weiterer Sieg gelingt dem TSV im Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten FC Wacker Innsbruck. Nun heißt es nachlegen. Nach 2 Wochen Pause in der dritten Liga empfangen die Löwen am Samstag den FC Carl Zeiss Jena. Im Duell mit dem Tabellenletzten geht es für den TSV 1860 um wichtige Punkte. Nach 7 Spieltagen steht der TSV auf Platz 14. Nur 2 Punkte trennen die Löwen von einem Abstiegsplatz. Unbeirrt geht Türkgücü München den Weg Richtung Profifußball weiter. In der Regionalliga Bayern besiegen die Münchner mit 4:1 den TSV 1860 Rosenheim. Besonders erfolgreich ist dabei Patrick Hasenhüttl, der gleich 3-mal trifft. Es sind seine Saisontore 5, 6 und 7. Der Aufsteiger steht aktuell auf dem 2. Platz. Bereits 7 Siege haben die Münchner eingefahren. Dazu kommt ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Schmerzlich ist das Ausscheiden im bayerischen Toto-Pokal. Dort unterliegt Türkgücü München mit 2:3 gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Nun konzentriert sich alles auf die Regionalliga. Bis zum Spitzenreiter Schweinfurt fehlen Türkgücü 3 Punkte. Kommendes Wochenende ist der VfB Eichstätt zu Gast. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr im Sportpark Heimstetten. Und zu Gast im Studio sind jetzt Dennis Dressel, Mittelfeldspieler des TSV 1860 München, und Patrick Hasenhüttl von Türkgücü München. Servus ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Servus. Türkgücü München hatte am Wochenende noch ein Spiel. Ihr wart spielfrei. Wie hast du denn ein freies Wochenende verbracht, Dennis? Das Wochenende konnte man dank des Siegs gegen Chemnitz ein bisschen entspannter angehen, ein bisschen runterschalten, einfach mal entspannen und die nötige Energie wieder sammeln fürs nächste Spiel gegen Jena, damit wir da wieder voll angreifen können. Für euch hatte das Spiel am Wochenende aber auch was Positives. Ihr habt 4:1 gegen Rosenheim gewonnen, speziell für dich. Dreierpack, erster Dreierpack deiner Karriere? Ja, auf jeden Fall. Im Herrenfußball war es mein erster. In der Jugend habe ich sicher mal einen gemacht irgendwann, aber im Herrenfußball war es mein erster, ja. Ja, dann Glückwunsch. Dazu passiert ja auch nicht alle Tage. Nee. Ihr steht aktuell auf dem 2. Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern. Wenn es dabei bleibt bis zum Saisonende, reicht es trotzdem nicht zum Aufstieg in den Profifußball in die dritte Liga. Ist da ein bisschen Druck dabei in jedem Spiel? Weil man darf ja keine Punkte irgendwie leichtfertig herschenken. Die Schweinfurter Tabellenführer, die geben auch keine Punkte ab. Ja, nee, Druck hat man immer im Fußball, egal ob man jetzt aufsteigen will oder gegen Abstieg spielt. Aber ja, wir wollten vor der Saison, wie gesagt, wir wollen oben mitspielen. Das ist uns bisher gelungen. Haben jetzt die letzten Spiele, sind wir immer besser in Fahrt gekommen, bringen das auf den Platz, was wir bringen wollen. Natürlich macht es uns Schweinfurt jetzt nicht einfach, aber wir schauen da von Spiel zu Spiel und versuchen unsere Leistung zu bringen. Und die bringt ja auch momentan ganz ordentlich, Tabellenplatz 2, wie schon gesagt. Dennis, das sind aber Probleme, oder? Bei euch sieht es da ganz anders aus. Tabellenplatz 14, nur 2 Punkte bis zu den Abstiegsplätzen. Jetzt gerade du als junger Spieler bei so einem Traditionsverein, ist es mehr Motivation, dass du sagst, okay, du gibst jetzt ordentlich Gas bei so einem Verein, oder lähmt es dann schon auch ein bisschen, weil ja doch viel mehr Leute auf dich schauen?
Nee, also ich denke, vor allem die Fans bei so einem Traditionsverein sind der Wahnsinn und sowas spornt dich einfach nur mehr an, jede Woche wieder Vollgas zu geben. Vor allem jetzt die Heimspiele auch, wenn 15.000 da sind und dich anfeuern, das gibt dir nur noch mal zusätzliche Motivation, dass du dich reinhaust. Also es pusht dich eigentlich positiv. Es pusht mich, genau. Und ja, jetzt finde ich, kann man noch nicht so viel Anfang der Saison sagen. Die Saison ist noch lang und mal schauen, was die noch so bringt. Patrick, du bist Top-Torschütze bei Türkgücü, jetzt mittlerweile 8 Treffer schon erzielt in 10 Spielen. Bist du auf den Dennis ein bisschen neidisch, dass er es schon im Profifußball geschafft hat? Natürlich ist er da, wo ich auch hinkommen will. Das ist mein Ziel, dass ich nächstes Jahr bestmöglich aus der Liga rauskomme. Aber ich bin auch trotzdem glücklich da, wo ich gerade bin. Ich fühle mich wohl, ich spiele in einer super Mannschaft, spiele super Fußball. Also ich fühle mich auch wohl, wo ich gerade bin. Qualität ist auf jeden Fall bei euch durchaus auch enorm durch die Einzelspieler. Jetzt bist du aus Ingolstadt neu dazugekommen. Wie bekannt war denn für dich oder war für dich Türkgücü München davor schon ein geläufiger Begriff? Ja, ich habe es im Jahr davor. Das erste Mal hatte ich Türkgücü so ein bisschen auf dem Schirm. Davor ehrlich gesagt noch nicht. Aber auch im Jahr davor haben sie dann schon Spieler aus der Regionalliga Bayern geholt, wo man dann auch dachte, okay, da holt jetzt ein Bayernligist Spieler aus der Regionalliga, natürlich noch aus meiner Heimat München. Deswegen seit ungefähr 2 Jahren ist mir der Verein so richtig im Begriff. Türkgücü München klingt jetzt nicht unbedingt münchnerisch oder deutsch, sondern eher türkischstämmig. Du bist aber einer der wenigen Ausländer, kann man sagen. Wie fühlt man sich denn als Ausländer in der Mannschaft? Ja, wir haben ja nur 2 Ausländer in der Mannschaft, das ist mit mir und dem Massa. Aber ja, wir haben, das ist ja eben das, man denkt immer, bei Türkgücü spielen nur Türken, aber wir haben, glaube ich, nur 6 türkischstämmige Spieler generell, also sonst eigentlich nur Deutsche. Und das ist dann immer der Irrglaube, den viele haben. Dennis, wie ist es denn bei euch? Nehmt ihr Türkgücü jetzt schon wahr? Weil es ja doch irgendwie so ein bisschen Phönix aus der Asche. Auf einmal ist dann ein Verein, der im Profifußball hier will in München und auch euch auf Dauer vermutlich Konkurrenz machen will oder vielleicht sogar wird. Ja, also ich denke, Türkgücü nimmt man auf jeden Fall wahr in München. Ist ja ein Münchner Verein. Sie spielen ja auch ab dem neuen Jahr 2020 im Grünwalder Stadion auch. Sie haben jetzt Riesenambitionen, da auch in die 3. Liga aufzusteigen, sind da auf einem guten Weg und die nimmt man natürlich wahr, ja. Die haben ja auch viele Spieler jetzt hier auch aus der Region auch schon mal überlegt oder war schon mal in Kontakt da? Von Türkgücü jetzt? Dazu will ich jetzt nichts sagen. Patrick, dein Papa ist bekannter Trainer, war in Leipzig, in Ingolstadt, jetzt ist er in Southampton. Wenn du weiter so knippst, wäre dann irgendwann mal der Gedanke, dass er dich nach England holt? Ja, ich glaube, da kann ich in der Liga so viele Tore machen, wie ich will, da wird es nicht reichen. Mein Ziel ist es eher, wie gesagt, schon in die 3. Liga erstmal zu kommen und dann das erste Mal in der professionellen Liga zu spielen in Deutschland. Und jetzt da schon so dran zu träumen, mal in der Premier League oder woanders zu spielen, das ist noch in weiter Ferne. Dennis, für dich, du als junger Spieler in der besten Liga der Welt, irgendwann mal zu spielen, Premier League? Ja, ich glaube, die Premier League ist oder sogar die beste Liga in der Welt und wird geiler Fußball gespielt. Also ist, glaube ich, von jedem Spieler der Traum, da mal eines Tages zu spielen. Dann wünsche ich euch im Verein, aber auch für eure persönlichen Ziele alles Gute. Schön, dass ihr da wart. Danke. Danke. Ja, Karate ist nicht nur Kämpfen, sondern hat auch ganz viel mit Disziplin, Ehrgeiz und Konzentration zu tun. Das durfte ich beim SV 1880 München hautnah miterleben. Angeleitet wurde ich dabei von niemandem Geringeren als von der deutschen Karatemeisterin. Tue alles, um einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Kommt es aber zum Kampf, so soll der erste Schlag töten. Das ist ein Spruch aus der Karate und ich hoffe, Michaela, du nimmst mich heute nicht ganz so hart ran. Keine hast ein bisschen Angst. Leid mit mir. Michaela, ja. Karate ist eigentlich gar nicht deins. Du bist Dritte bei der Europameisterschaft im Kumite geworden oder auch heuer deutsche Meisterin. Was unterscheidet denn Kumite von Karate? Also Karate besteht aus mehreren Teilen. Kumite, also Freikampf, und Kata, das ist Form. Also es gehört alles zu Karate. Karate ist die Sportart und dann gibt es halt verschiedene Disziplinen, wie bei Leichtathletik zum Beispiel. Jetzt
zeige dir zwei Basics, einmal einen Faustschlag und einmal einen Kick vielleicht. Das sind die einfachsten Sachen zum Anfang. Faustschlag einfach mal ganz leicht, einfach eine Faust vor und die andere hier zurück. Und dann einfach so im Stehen ganz normal schlagen. Jetzt. Genau, richtig, super. Zwei. Und dann drehe ich die andere Faust wieder ein. Vier. Okay. Und wenn du jetzt kämpfen würdest, würdest du natürlich nicht stehen, sondern du würdest eher so in deine Kampfstellung gehen. Und dann kannst du mal versuchen, so den vorderen Fuß ein bisschen umzusetzen. Ich zeig's dir ganz kurz mal an dir. Achtung, keine Angst. So vor und mit, dem, okay. mit der Hand treffen. Bei Kumite, wann hat man den Kampf gewonnen? Also man hat den Kampf gewonnen, wenn man einen Punkt macht. Also weil, wie du schon vorher gesagt hast, ein Schlag sollte tödlich sein. Deswegen ist auch unser Wettkampf so ausgerichtet, dass wir nur einen Punkt brauchen, um zu gewinnen. Also es gibt mehrere verschiedene Verbände, wo es auch unterschiedlich ist. Aber bei uns traditionell ist es so, man kriegt dann im Kampf entweder einen halben Punkt oder eben gleich einen ganzen Punkt und dann ist es schon vorbei. Das heißt, man kämpft auch etwas anders, als wenn man jetzt viele Punkte machen muss, weil man muss halt auch natürlich vorsichtig sein und wenn man dann anfängt, dann voll drauf. Was tut denn am meisten weh? Weh tut eigentlich nur verlieren. Nein. Nein, eigentlich, also die Verletzungsgefahr ist nicht besonders groß. Nein? Nein. Aber du schon mal verletzt gewesen? Ja, aber jetzt nicht ernsthaft. Also das meiste sind so Trainingsverletzungen, wie man auch bei jedem anderen Sport hat. Also das beim Wettkampf, es kann was passieren, aber es ist jetzt nicht sehr gefährlich, weil wir machen auch nicht Vollkontakt-Karate, sondern nur Semikontakt. Wir stoppen und wenn wir durchziehen würden, wäre der andere tot quasi. Das ist die Philosophie, aber... Also das heißt, ihr zieht im Wettkampf voll durch, aber nicht im Training? Nee, auch nicht im Wettkampf. Ach, im Wettkampf. Genau, also wir treffen zwar, aber wir hauen den anderen nicht K.O. Also K.O. ist nicht die Relevanz, sondern ein Punkt zu machen. Als nächstes üben wir einen Fußtritt. Und zwar vielleicht erstmal gehen wir ein bisschen auseinander, damit wir uns nicht treffen. Die Hände machen wir einfach so. Und jetzt mal mit einem Bein einfach so nach vorne treten. Genau, ja. Also am besten, du bleibst gerade. Trittst so nach vorne. Und das Ziel ist der Bauch auch. Okay, so, bam. Mal. Sehr schön. Ich würde so treten und vor. Okay, jetzt kannst du es ausprobieren. Aber Zehen anziehen, dann nicht, dass du dir wehtust. Genau. Jawohl, sehr gut. Okay, super. Bist du in die Wand geflogen? Aber ich treffe ihn nicht. Also. Okay. Nochmal. Weil ich schau mal, ob ich die Augen allein offen halten kann. Oh, sorry. Alles gut, alles gut. Wir haben jetzt die Technik geübt, die im Wettkampf auch ganz besonders oft drankommt. Also haben wir ja vorher schon selber gemacht, Gyakutsuki. Und um die gute Technik zu bekommen, üben wir diese Basics ebenso, wie wir es gerade gemacht haben. Okay. Und immer Schwerpunkt hinten haben, nicht nach vorne. Genau, also Nase zurück ist so ein guter Tipp, weil sonst ist die Nase vielleicht kaputt. Welche Voraussetzungen muss man denn generell mitnehmen, wenn man sagt, hey, ich möchte in Karate erfolgreich sein? Oder was macht dich so gut? Also ich trainiere viel, das ist Nummer eins. Ich trainiere viel und ich habe angefangen, als ich ein Kind war, mache es also schon sehr lange. Und Karate ist aber nicht nur Wettkampf, also Wettkampf ist ein kleiner Teil von Karate und man kann auch später, das ist das Gute, finde ich, an der Sportart, wenn man seine Wettkampfkarriere beendet hat, einfach nur trainieren und ein neues Ziel finden dann zum Beispiel. Du bist letztes Jahr Dritte bei den Europameisterschaften geworden, in diesem Jahr Deutsche Meisterin, mal wieder nach 2016, glaube ich. Wie geht es denn bei dir weiter? Was ist so der nächste Step, der nächste Schritt? Also wir haben immer nationale Turniere, einmal im Mai und einmal im November. Also im November ist dann das nächste Turnier. Aber eigentlich so weiter gesehen natürlich die nächste Europameisterschaft, nächsten April. Und ganz wichtig für mich die Weltmeisterschaft in Japan, nächsten Oktober. Welche Rolle spielt denn bei dir Meditation? Also ich stelle mir die Sachen vor, die ich mache und stelle mir halt vor, wie ich treffe und wie ich dann den Punkt mache.
Dann stelle ich mir jetzt halt auch gleich mal noch vor, dass ich treffe oder einen Punkt erziele. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft, viel Erfolg für deine Ziele und vor allem auch verletzungsfrei bleiben und gesund bleiben. Stellen Sie sich einmal vor, mit rund 100 Stundenkilometer übers Wasser zu brausen. Das jetzt allerdings nicht mit einem Motorboot, sondern stehend auf einem rund 38 cm schmalen Brett. Für Windsurfer Andy Laufer ist das schon fast Gewohnheit. Er hat jetzt nach 14 Jahren Pause sein Comeback im Weltzirkus gegeben. Luisa Off stellt uns den Mann vor. Er taucht immer wieder auf. Der Windsurf-Profi Andy Laufer. 15 Jahre lang gehörte der Herrschinger konstant zu den besten deutschen Windsurfern. 2005 ist er dann zum bisher letzten Mal bei der Weltmeisterschaft auf Fuerteventura gefahren. Jetzt, nach 14 Jahren Abstinenz, ist Laufer zurück auf der großen Bühne. Vor kurzem ist er bei der WM an den Start gegangen. In seiner Karriere wurde er ganze 9-mal deutscher Vizemeister und legte sich nebenbei das Image als Partykönig und Sunnyboy unter den Windsurfern zu. Fast 4 Jahre war Laufer dann nicht mehr auf dem Wasser. 2011 steht er dann erstmals wieder auf dem Board. Und auch im zweiten Teil seiner Karriere sammelt er Erfolge. Erst im vergangenen Jahr hat er einen neuen deutschen Geschwindigkeitsrekord im Windsurfen aufgestellt. Ja, und hier ist er im Studio. Andi, servus, schön, dass du da bist. Grüß dich. Guten Abend, grüß dich. Du hast bei der Weltmeisterschaft in Fuerteventura einen neuen Rekord sozusagen aufgestellt. Du warst wieder mal rekordverdächtig unterwegs. Nicht in der Geschwindigkeit, sondern du warst ältester Starter der Weltmeisterschaft. Genau, also ich bin mit 49 Jahren jetzt wirklich einer der Älteren oder der Älteste gewesen. Was aber eigentlich nicht so schlimm ist. Antoine Albot, der ist aktuell auf Nummer 1 in der Welt in der Disziplin Slalom und der ist jetzt gerade mal 47. Okay, also habe ich noch ein paar Jahre. Ja, auf jeden Fall. Du bist 40. geworden. Wie zufrieden warst du mit deinem Abschneiden? Es war okay. Also mein Ziel war natürlich, Top 40 zu fahren. Habe ich perfekt genau getroffen. Geschafft. Ja, genau. Weil man hofft natürlich innerlich, dass man noch ein bisschen besser fährt. Aber ich habe gemerkt, dass mir wirklich Training noch ein bisschen fehlt. Vor allen Dingen an den Halsenbojen, bei der Beschleunigung und so weiter. Speed war absolut top. Also da würde ich auch mich so in den Top 10 ungefähr einreihen. Mhm. Aber ja, bin ja noch jung und kann ja noch ein bisschen trainieren für nächstes Jahr. Bei der Weltmeisterschaft stand die Disziplin Slalom bei dir jetzt auf dem Plan. Genau. Du bist aber auch ein Speedfahrer, wo du eben den Geschwindigkeitsrekord von knapp 96 Stundenkilometer aufgestellt hast. Mhm. Wie fühlt sich das denn an, mit 96 Kilometer da übers Wasser zu brausen? Es ist wirklich so, dass man da so ein bisschen reinwächst. Man merkt, also beim Fahren merkt man die Geschwindigkeit kaum. Also man merkt sie eigentlich in dem Sinne, gerade in Lüderitz auf dem Speedkanal, wenn man so ein bisschen ans Land schaut, wie die ganzen Objekte an einem vorbeifliegen, dann auf dem Wasser selber merkt man das eigentlich kaum. Das muss weil alles, ja Wahnsinn genau. sein, oder? Oder auch der Wind, der da reinbläst, das Segel zu halten. Genau, das Wasser ist im besten Fall natürlich sehr flach, das heißt, es bleibt alles sehr stabil. Man darf natürlich keine Fehler machen, das ist klar. Also ein kleiner Fehler wird natürlich ziemlich schnell bestraft. Wie wir auch gesehen haben, gleich zu Beginn des Beitrags, ja, genau, was ist denn das, wenn du da aufs Wasser knallst? Der muss doch hart wie Beton sein. Also ich weiß noch, wenn ich vom 3-Meter- oder 1-Meter-Brett im Freibad schon blöd abgesprungen oder gelandet bin, tut schon höllisch weh. Es geht einigermaßen. Also bei hohen Geschwindigkeiten, wenn man nicht ins Material reinfällt, dann fliegt man eher übers Wasser, was jetzt nicht ganz so schlimm ist. Also so ein Sturz kann dann relativ lang dauern. Also da fliegt man und fliegt und fliegt. Es wird kaum langsamer, bis man erstmal auf 60 ist, dann auf 40. Dann hat man erstmal die Geschwindigkeit von einem Wasserskifahrer ungefähr erreicht. Aber ja, mir persönlich, ich habe immer so ein paar Brüche da unten und so weiter. Das ist jetzt nicht so wild. Was richtig Schlimmes ist beim Windsurfen eigentlich noch nicht so richtig passiert. Aber worin liegt denn für dich jetzt der Kick, immer neu irgendwie die Grenze des Möglichen auszuweiten, immer schneller zu fahren?
Ja, ich habe selber noch mein Ziel, die 100 natürlich zu brechen. Also ich bin bei 99,6 km/h im Topspeed. Der nächste Step ist natürlich die 100 im Topspeed. Dann natürlich auch die 100 km/h auf 500 Meter. Sprich, das wäre dann auch der Weltrekord. Und den habe ich auf jeden Fall jetzt dieses Jahr scharf vor Augen. Habe die Sponsoren noch gewechselt, bin eben zu JP Niefried. Das ist wirklich mit Abstand das schnellste Material. Ich bin jetzt auch in Europa 3 Knoten, das sind Welten schneller als letztes Jahr. Sprich, die Chancen, jetzt einen Weltrekord nochmal zu brechen, die stehen wirklich sehr gut. Und deswegen habe ich jetzt im Training auch schon angefangen. Schauen wir mal, was da noch von dir kommt. Aber du bist ja auch schon ewig dabei. Früher warst du wirklich bekannt so als der Partykönig, sozusagen. Genau. Da hat man dir nachgesagt, für dich war es oftmals sogar wichtiger, Spaß nach dem Wettkampf auf den Partys zu haben, als der Erfolg oder als der sportliche Erfolg. War das denn so? Ja, das kann schon sein. Also bei mir stand früher immer der Lifestyle wirklich im Vordergrund, was jetzt im Nachhinein so der typische Lifer. Genau, also viel Party, früher noch geraucht, mit Zigarette aus Wasser, ist natürlich heute undenkbar. Der Level ist deutlich höher geworden als früher. Also kann man sich nicht mehr erlauben, oder wie ist es? Kann man sich nicht mehr erlauben. Macht auch keiner mehr, oder wie geht's dazu? Also ich bin ja jetzt gerade beim Weltcup wieder dabei gewesen, da geht abends niemand mehr aus. Also früher hat man sich immer auch in der Bar getroffen, hat zusammen Bier getrunken, ist dann teilweise abgestürzt, auch manchmal auch nach einer durchzechten Nacht direkt an den Start wieder gegangen. Sowas ist heute also direkt von der Disco aus, genau, auf Surfbrett und weiter und wäre trotzdem nicht unerfolgreich gewesen. Oder? Damals ging es, da bin ich noch deutscher Vizemeister geworden, ohne Schlaf und direkt aus der Disco, wäre heute undenkbar. Also würde ich direkt, klar, jetzt merke ich es natürlich auch, wenn ich abends mal was trinke, dann brauche ich 3-4 Tage, um zu regenerieren. Genau. Früher ging das natürlich noch, genau. Aber allgemein ist die ganze Szene deutlich professioneller geworden und der Level ist auch unfassbar hoch gewesen. Früher sind immer nur 3-4, die gewinnen konnten. Es war Dunkerbeck, Antoine Albault, vielleicht noch ein Finian Maynard. Heutzutage kann auch ein Platz 30 im Weltcup gewinnen. Also ist extrem hoch, dieser Level. Was sind denn jetzt noch deine Ziele? Was schwebt dir noch vor? Wohin willst du noch? Also ich will auf jeden Fall meinen deutschen Rekord wieder zurück haben, den ich letztes Jahr, der hat mir Gunnar Asmussen wieder weggenommen. Den werde ich auf jeden Fall wieder jetzt in Angriff nehmen. Dann natürlich den Weltrekord dann im Herbst. Also je nach, ich hoffe, dass wir viel Sturm bekommen da in Namibia. Und natürlich im Weltcup nächstes Jahr Fuerteventura vielleicht nochmal in den Top 20 oder sowas fahren. Ja, genau, Top 15, 20 wäre schon gut. Dann, Andi, dir alles Gute dafür, viel Erfolg bei deinen Zielen. Schön, dass du da warst, danke. Ja, mich gefreut. Und den Sportüberblick aus der Münchner Sportwelt, den hat Daniel Stock für Sie. Mit Rückenwind und Selbstvertrauen startet der EHC Red Bull München in die neue Spielzeit in der deutschen Eishockeyliga. Denn zuvor holen sich die Münchner in der bereits laufenden Champions Hockey League durch einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen den Schweizer Club HC Ambri Piotta die Tabellenführung in der Gruppe G zurück. Die DL-Saison beginnt mit einem bayerischen Derby. Ausgerechnet am Freitag, den 13. September, gastiert der deutsche Vizemeister bei den Augsburger Panthern. Erstes Heimspiel des EHC Red Bull München ist am Sonntag um 16.30 Uhr gegen die Düsseldorfer EG. Die Frauen des FC Bayern München starten in die K.O.-Phase der Champions League. In der ersten Runde der besten 32 Mannschaften treffen die Münchnerinnen auf den schwedischen Topclub Göteborg FC. Das Hinspiel bestreiten die Bayernfrauen am Mittwoch um 18.45 Uhr in Göteborg. Das Rückspiel wird am 25. September auf dem FC Bayern Campus in München ausgetragen. Der FC Bayern Basketball betritt sportlich Neuland und reist am Dienstag zum ersten Mal nach Übersee. Zur Vorbereitung gastiert der deutsche Meister zuerst in Miami und wird dort ein Testspiel austragen. Danach geht es weiter nach Montevideo in Uruguay. Dort spielt der FC Bayern in der NBA G League International Challenge, einem hochkarätig besetzten Turnier mit Teams aus Argentinien, Brasilien, Mexiko und Uruguays Nationalmannschaft. Die zweiwöchige BayWa Basketball-Tour 2019 endet am 24. September. Dann kehrt der FC Bayern zurück nach München. Die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Mit 2 Siegen aus den ersten 3 Ligaspielen stehen sie aktuell auf dem 3. Platz in der 3. Liga Süd. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Die Brucker Panther sind das Aushängeschild im Münchner Handball. Keine andere Mannschaft in der Region spielt so hoch wie die Fürstenfeldbrucker.
Das ist aber nicht das Einzige, was den Drittligaverein auszeichnet. Jedes Heimspiel ist gut besucht bei uns, was in der dritten Liga jetzt nicht unbedingt so alltäglich ist. Und da würde ich schon sagen, so, ja, man sagt ja, der Pantherkäfig ist schon einmalig in der dritten Liga. Bis zu 800 Zuschauer kommen zu den Heimspielen der Brucker. Um im Pantherkäfig spielen zu dürfen, verzichten die Spieler, anders als bei der Konkurrenz, auf Gehälter. Höchstens kleine Aufwandsentschädigungen sind drin. Der Zusammenhalt im Team wird groß geschrieben. In Bruck Handball zu spielen ist einfach das Tolle, die Atmosphäre, die ganzen Fans, die mitgehen, natürlich auch das Niveau der Liga, einfach die Freunde, die zusammenspielen, das unterscheidet uns sehr von den anderen Mannschaften. Wir sind einfach eine coole Truppe, die es mag, Handball zu spielen und liebt, nicht groß mit irgendwelchen Schnickschnack Geld dabei oder was auch immer, sondern wir lieben den Sport, es ist schön hier zu spielen. Auch wenn sie sich nur als Freunde sehen, die zusammen Handball spielen, die Ziele sind dennoch ambitioniert. Für diese Saison würde ich sagen, ist das Ziel Treppchen, erster, zweiter, dritter Platz. Mit 36 Punkten sollten wir eigentlich schon so Platz 3 sein, aber erster wäre natürlich Weltklasse. Vater des Erfolgs ist der Trainer Martin Wild. Seit 20 Jahren ist er im Verein, erst als Spieler, seit 10 Jahren als Trainer. Der ist auf jeden Fall auch ein Motivator und da kann man nichts anderes sagen. Der treibt die Mannschaft nach vorne und ist eigentlich ja, manchmal sehr direkt vielleicht, aber ansonsten ein sehr guter Trainer. Der Martin ist ein ganz spezieller Typ, würde ich sagen. Also es ist ein sehr, sehr guter Trainer. Er hat verdammt viel Ahnung von dem Sport einfach. Er ist ein sehr emotionaler Trainer, das auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns nur zum Handball treffen. Auch nach den Spielen geht da noch einiges, sage ich mal. Gewinnen die Panther, gibt sich auch der Coach keine Blöße und geht mit seinen Jungs zum Feiern. Ja, ich hab gehört, früher mehr, aber jetzt leider nicht mehr so viel. Auch der Freundin zu schulden leider. Am Samstagabend empfangen die Brucker Panther am vierten Spieltag der dritten Liga Süd den HC Oppenweiler Backnang. Und auch dann wollen die Brucker Panther wieder zusammen mit ihrem Trainer Grund zum Feiern haben. Und zu Gast in der Sportarena sind jetzt der Vater des Erfolgs, der Trainer Martin Wild und Rückraumspieler Yannick Engelmann. Servus, ihr beiden. Servus. Yannick, am Wochenende auswärts gewonnen, 29-24. Wo ging es hin zum Feiern? Erstmal nach einer langen Busfahrt, sag ich mal, ist es meistens so, dass wir in der Kabine noch mal zusammen vielleicht was zusammen trinken und dann meistens noch in das Münchner Clubleben und stürzen. Durftest du diesmal auch mit? Nein, wurde diesmal nicht gesagt, was aber auch nicht schlimm ist. Martin, Tabellenplatz 3, ihr seid sensationell gestartet, hattet aber jetzt auch im Sommer durchaus einen großen Umbruch. Viele Leistungsträger haben den Verein verlassen oder die Karriere komplett beendet. Überrascht sich, dass ihr jetzt so gut dasteht? Ja, erstmal muss man sagen, dass erst 3 Spieltage gespielt sind und ich würde auch gar nicht sagen, dass wir sensationell gestartet sind. Wir sind gut aus den Startlöchern gekommen, haben vor allem 2 Auswärtssiege schon einfahren können. Haben aber auch zu Hause schon ein Spiel verloren gegen Pforzheim. Muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es einer der Titelfavoriten ist. Also wir sind gut aus den Startlöchern gekommen, hatten vor der Saison ja, wieder 4, 5 Abgänge zu verkraften, was für uns aber auch nichts Neues ist. Es sind ein paar junge Leute dazugekommen und erstmal sind wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden. In der vergangenen Saison seid ihr 8. Geworden. Hattest du dann im Sommer nicht irgendwie mal Angst oder Bedenken, dass es heuer nach hinten losgeht? Ja, es war eine ganz enge Saison letztes Jahr. Es haben ein paar Punkte nur gefehlt, dann wären wir auch ein paar Positionen weiter oben gelandet. Platz 8 hat trotzdem gereicht für die DHB-Pokalqualifikation, wo normalerweise nur die ersten 6 Mannschaften sich qualifizieren. 2 zweite Mannschaften fallen aus der Wertung raus. Wir haben es zum 4. Mal in Folge geschafft, und für den DHB-Pokal zu qualifizieren. Darauf sind wir schon stolz. Wir haben schon eine gute Kontinuität jetzt auch mittlerweile reingebracht und soll auch die nächsten Jahre so weitergehen. Yannick, du konntest in der vergangenen Saison nicht komplett mitwirken, hast dir dein Kreuzband gerissen, bist aber jetzt wieder fit und belastbar, oder? Vollgas wieder dabei, ja. Ich hatte jetzt eine relativ lange Reha, habe fast 9 Monate gebraucht, mich wieder ranzukämpfen und leider letztes Jahr auch eine kleine Rigidität am Fuß gehabt, aber jetzt wieder voll dabei und wieder einsatzfähig, ja. Was zeichnet es denn für dich aus, bei den Brucker Panthern zu spielen? Ja, wie die Jungs schon im Beitrag gesagt haben, es ist vor allem eine Truppe. Wir haben Lust, zusammenzuspielen. Wir unterstützen uns auf dem Feld, haben auch Spaß neben dem Feld zusammen und geben halt deswegen auch jede Woche Vollgas, obwohl, sag ich mal, das trotzdem noch nur unser Hobby ist. Freunde, die zusammen Handball spielen. Martin, kann man das so stehen lassen? Wie siehst du das?
Ich glaube, es trifft es wirklich ganz gut in unserem Fall. Also, es ist nicht der Normalfall, dass in der dritten Liga, wo durchaus auch im semiprofessionellen oder im professionellen Bereich schon gearbeitet wird, so eine Mannschaftsstruktur herrscht wie bei uns. Die Hälfte der Mannschaft kommt aus der eigenen Jugend, die andere Hälfte kommt aus Münchner Vereinen, ob das aus Dachau, Allach oder Unterhaching oder Ismaning ist. Wir haben nicht annähernd Profibedingungen, keine Profis in der Mannschaft. Und wenn man bedenkt, unter was für Bedingungen wir arbeiten, machen die Jungs das sensationell gut. Ist das vielleicht auch euer größter Kredit, dass ihr einfach über die mannschaftliche Geschlossenheit kommt? Weil finanzielle Mittel, schaut es bei euch schlecht aus? Definitiv. Also das ist der Kernpunkt. Hat man jetzt am Wochenende erst wieder gesehen, haben wir gegen eine Mannschaft gewonnen mit Hasloch, die ehemalige Bundesligaspieler drin hat. Sowas können wir uns nicht leisten, sowas wollen wir auch gar nicht. Und es geht bei uns viel über die mannschaftliche Geschlossenheit. Ihr seid vor 5 Jahren Vizemeister geworden in der dritten Liga, konntet aber dann an der Aufstiegsrelegation nicht teilnehmen, auch aus finanziellen Gründen. Ist es jetzt halt als Trainer nicht deprimierend, den Jungs sagen zu können, hey, wir geben Vollgas, schauen, dass wir oben mitspielen, aber letztendlich wird jeder von euch Drittligaspieler bleiben, wenn ihr in Fürstenfeldbruck bleibt? Zu dem damaligen Zeitpunkt war es für uns alle völlig überraschend, dass wir so eine Saison hingelegt haben und am Ende vor diese Entscheidung gestellt wurden, Relegation spielen, ja, nein. Damals war es vernünftig. Natürlich war es gleichzeitig deprimierend, so eine Chance auf zweite Liga nicht wahrnehmen zu können. Es sind jetzt 4 Jahre vergangen. Wir haben in den letzten 4 Jahren weiterhin sehr gut gearbeitet. Es hat sich viel entwickelt bei uns in Fürstenfeldbruck, ob das zuschauermäßig ist oder auch im finanziellen Bereich. Geht das Ganze schon in die richtige Richtung. Und Division 2. Liga lebt bei uns in Fürstenfeldbruck. Dafür muss aber natürlich im Umfeld noch vieles passieren. Als Spieler, du möchtest wahrscheinlich auch höher hinaus als dritte Liga. Klar, es ist immer das Ziel, möglichst hoch zu spielen, möglichst jede Saison alles zu geben und oben auch zu landen. Aber wie gesagt, ich meine, wir spielen teilweise gegen ehemalige Erstliga-Profis. Wir geben alles und Ziel, sage ich mal, ist dann doch das Treppchen auch und wir versuchen, möglichst gut dazustehen am Schluss. Läuft ja auch bisher ganz gut. Nächstbeste Verein ist dann HC Erlangen in der Bundesliga. Irgendwie so ein Ziel oder eine Vision, vielleicht auch mal nach Erlangen fahren zu können? Nach Erlangen fahren zu können, fahren wir zum Glück dieses Jahr in der dritten Liga. Aber ich meine, wie gesagt, also bei mir ist es der Zug schon lange abgefahren mit 24. Und den Verletzungen auch, aber nichtsdestotrotz, vielleicht geht es ja nochmal im DRB-Pokal gegen Erlangen oder so. Dann danke euch beiden fürs Kommen. Viel Erfolg und weiterhin natürlich auch ganz viel Spaß, in so einer mannschaftlich geschlossenen Mannschaft weiterzuarbeiten. Danke. Vielen Dank. Gestern war es mal wieder soweit. 8 Rennen standen auf der Rennbahn in München-Riem auf dem Tagesprogramm. Und wie es für die Münchner Pferde gelaufen ist, wer die News da vorne hatte, das weiß Daniel Stock. Es ist ein Auftakt nach Maß für die Münchner Galopper schon im ersten Rennen. Bei strömendem Regen und frischen Temperaturen geht in einem Rennen für 2-jährige Prince Oliver als krasser Außenseiter auf die Bahn. Doch der Hengst lässt die Konkurrenten wahrlich stehen, darunter die sehr hoch eingeschätzte Stute Night Fever. Am Ende siegt der in München von Michael Figge trainierte Prince Oliver und beschert den risikofreudigen Tippern eine Traumquote von 219-10. Für Trainer Michael Figge einer von 2 Rennsiegen an diesem Tag. Das Hauptereignis ist der mit 10.000 Euro dotierte Ausgleich 2. Im Rennen über 1.600 Meter ist die aus Hannover kommende Stute B-Suite eine aussichtsreiche Kandidatin. Bereits im vergangenen Jahr gewann die 5-Jährige bei einem Gastspiel in München. Unter Jockey Vinzenz Schürgen lauert die Stute zunächst in 6. Position. Erst im Schlussbogen kommt sie allmählich auf und kann schließlich im Einlauf die Führenden stellen. Mit 3 Längen siegt B-Suite. Für die Münchner Trainer und Pferde ist der AZ-Renntag sehr erfolgreich. Von 8 Rennen gewinnen die Lokalmatadore 6. Der IFP Dart Club München ist einer der ältesten und zugleich auch erfolgreichsten Dartspielvereine bundesweit. Und der Verein spielt seit 2 Jahren in der höchsten Dartliga, nämlich in der Bundesliga. Und in 2 Wochen pünktlich zum Wiesnstart startet auch die Saison wieder. Luise Off stellt uns den Verein vor. Anvisieren, werfen, treffen. Bereits 1979 wurde der Irish Folk Pub Dart Club München gegründet und ist somit einer der ältesten Dartvereine Deutschlands. Der Steel Dart Club spielt in der Bundesliga und hat bereits einige Erfolge vorzuweisen. Mehrmals holten die Dartspieler die Bayerische Meisterschaft und auch einmal die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Einer der Besten ist Sebastian Pohl.
Der 24-Jährige hat schon früh in der Dart-Bundesliga gespielt und ist auch international unterwegs. Neben den Bundesligisten findet der Dart-Club auch Zeit für Amateure. In den wöchentlichen Trainingseinheiten nehmen sich die Profis die Zeit für die Anfänger, wie zum Beispiel Basti, der erklärt, worauf es ankommt. Dann immer schön schauen, durchstrecken, dass du immer die gleiche Bewegung drin hast. Genügend Zeit nehmen, um den Dart richtig in die Hand zu nehmen. Und einfach Spaß haben am Schluss. Spaß haben und weiter Erfolge feiern. Dann wird der Irish Folk Pub Dart Club München noch viele weitere Jahre bestehen. Und zu Gast sind bei mir Sebastian Pohl und Stefan Tschischkale von IFP Club München. Schön, dass ihr beiden da seid. Servus. Servus. Gerne. Hi. Basti, in 2 Wochen startet die Saison wieder, dann geht's wieder los. Überschneidet sich ein bisschen mit dem Wiesenauftakt und mit dem Spickern am Wiesenstand, oder? Ja, das müssen wir leider dieses Jahr verschieben, aber ich denke, das machen wir alle gerne. Aber ihr seid zugelassen, Stefan? Ja. Auf der Biesene, ihr dürft da auch antreten. Bundesliga spielt ihr als Team, eine Teamwertung. Wie kann man sich das denn genau vorstellen, Sebastian? Wirft man da abwechselnd oder wie läuft es? Ja, also es gibt 8 Spieler in jeder Mannschaft und jeder hat ein Einzelspiel gegen einen Gegner. Und genau, nach den 8 Einzeln gibt es noch 4 Doppelspiele. Das heißt, insgesamt gibt es 12 Punkte zu holen. Das heißt, ab 7 Punkten haben wir gewonnen oder bei 6-6 gibt es natürlich auch Unentschieden. Also Unentschieden gibt es bei euch auch, aber in der Regel wird es davor schon entschieden, oder? Kommt genau, also wir spielen vor. Immer alle Spiele aus, aber klar, wenn einer 7 Punkte hat, dann ist das Spiel vorbei. Gespielt wird immer, Stefan, von 501 runter auf 0 ausmachen mit Doppel-Out. Also man muss praktisch einer der äußeren Doppelfelder treffen, um exakt auf die 0 zu kommen. Wie gut bist du dann im Kopfrechnen? Das muss ja auch anspruchsvoll sein, oder? Ja, das ist immer so eine Sache. Also es gibt schon Leute, die schon sehr, sehr viele Jahre Dart spielen, die das immer noch nicht richtig drauf haben. Also bei mir persönlich war es so, dass ich mich auch, als ich angefangen habe, wirklich damit auseinandergesetzt habe, mir auch zum Teil die einzelnen Wege aufgeschrieben habe, was ich jetzt bei welcher Zahl schmeißen muss. Und also bei mir hat das nicht so lange gedauert, dass ich die ganzen Zahlen wirklich im Kopf hatte. Jetzt gibt es ja Stil-Dart und E-Dart, also E-Dart auf eine normale Scheibe, so wie man sie wahrscheinlich aus jeder Kneipe kennt. Aber Stil-Dart, ihr dürft mal eure Pfeile schnell rausholen, die sind ja wirklich aus Metall. Was sind denn da jetzt genau die Unterschiede? Ja, also die Darts sind ein bisschen schwerer. Im E-Dart darf man mit maximal 18 Gramm Darts spielen. Und ja, ansonsten ist eigentlich gar nicht mehr so viel Unterschied. Klar, wenn der Pfeil rausfällt, zählt es trotzdem, weil der Automat es erkennt bei uns. Müssen die Pfeile natürlich stecken also bleiben. Also wenn er rausfällt, dann zählt der Punkt nicht? Genau, also man muss die Pfeile selber aus dem Board rausziehen, sonst kriegt man die Punkte nicht. Stefan, gib mir mal einen von dir. Habt ihr beide dieselben oder inwiefern unterscheiden die sich denn? Also ich glaube erstmal, meiner ist ein Ticken schwerer, 1-2 Gramm bloß. Aber sonst, es gibt glaube ich sehr, sehr wenige Dartspieler, die wirklich ein und denselben Dart spielen, weil man eben, der Dart besteht ja jetzt nicht nur aus einem Barrel vorne, sondern du hast ja auch einen Shaft und einen Flight hinten drauf. Barrel ist quasi das Stahlrohr, ja, hier vorne drauf. Ja. Genau, und dann eben dahinter der Shaft und dann das Flight. Und die gibt es eben auch in, vor allen Dingen die Schäfte gibt es in verschiedenen Längen und verschiedenen Größen und die Flights eben auch. Deswegen kann man so nicht sagen, dass bestimmt 2 Leute die ein und denselben Dart spielen. Okay. Spielt jeder quasi individuell für sich seinen eigenen. Sebastian, deiner ist jetzt viel länger als der vom Stefan. Was hat es damit auf sich? Wieso haben die unterschiedliche Längen? Fliegt der dann anders? Ja, der fliegt natürlich ein bisschen anders. Kommt, wie der Stefan gesagt hat, eben darauf an, was man auch für wie lange die Schäfte und Flights hinten sind. Aber es ist eigentlich viel ausprobieren. Man nimmt sie einfach mal in die Hand, wirft oder man sieht, der Dart steckt vielleicht nicht so ganz gerade. Dann probiert man es mal mit anderen aus und ja, das, was am besten klappt, da bleibt man dabei. Wie viele verschiedene Dart-Sätze habt ihr denn daheim? Also ich habe jetzt genau den einen. Also nur einen und mit dem trainierst du dann immer, spielst du immer? Genau, also ich habe mir den einfach mal geholt und ich bin, also für mich persönlich, ich bin immer so ein Gewohnheitsmensch. Also wenn ich da viel rumprobieren würde, dann würde bei mir immer nur im Kopf kommen, hätte ich das jetzt vielleicht mit dem Dart besser machen können oder hätte ich so anders machen können. Deswegen bleibe ich lieber bei den einen Darts und mit denen muss es halt dann funktionieren. Ihr habt vermutlich auch alle eine Scheibe daheim, oder Sebastian? Wie sieht's da aus? Trainierst du dann viel daheim auch selber? Ja, also ich spiele schon fast jeden Tag, aber es ist eben ganz unterschiedlich. Ich spiele, wenn kein Turnier oder Ligaspiel ist, trainiere ich schon daheim, aber natürlich auch gerne mit Teamkollegen, weil man sich dann doch ein bisschen besser motivieren kann, wenn man jetzt allein 1-2 Stunden vor der Scheibe steht. Aber klar, das ist das Praktische bei uns, dass man einfach zu Hause schnell mal ein bisschen trainieren kann und nicht irgendwo hinfahren extra muss. Aber sonst wirft man einfach drauf los und versucht einfach diesen Rhythmus sich einzutrichtern, um einfach
die Ziele zu treffen, oder? Ja, das würde ich so gar nicht mal unbedingt sagen. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Trainingsspiele, die man spielen kann. Fokus liegt sehr oft auch auf Doppeln. Das ist halt nun mal mit das A und O, um ein Spiel zu gewinnen. Aber wirklich einfach nur sinnlos auf die Scheibe schmeißen, vielleicht mal ganz kurz, um warm zu werden, aber dann wirklich Trainingsspiele spielen. Sebastian, ganz kurz, ihr geht jetzt in eure zweite Bundesliga-Saison. Was ist das Ziel? Ja, das Ziel ist erstmal natürlich der Klassenerhalt, weil wir hatten ja erst ein Jahr, sind da sechster Platz geworden von 9 Teams. Und ja, ich glaube, die Bundesliga wird nicht leichter dieses Jahr, aber wir geben natürlich unser Bestes. Die ersten 4 dürfen natürlich zur Bundesliga-Endrunde. Wollen wir natürlich auch gern hin, aber wir fangen erstmal langsam an und schauen, dass wir die Klasse halten und dann können wir auch nach oben gucken. Dann drücken wir euch die Daumen für den Klassenerhalt und dann vielleicht auch für die Endrunde. Toi, 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 schön, dass ihr beiden da wart. Gerne, danke schön. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sportarena angekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Servus, machen Sie es gut.